Die Schulentlassfeier der Oberschule in Holdorf. Freitagvormittag in der Kirche St. Peter und Paul, der feierliche Gottesdienst. Die Schüler haben sich zu Ehren des Tages etwas Besonderes ausgedacht. Und so schreibt die Kirchengemeinde Wünsche für die Schüler auf ein Blatt Papier. Am Ende des Gottesdienstes hängen sie symbolisch an einem Tor. Wir sind mit einem Gottesdienst hier in der Kirche angefangen, ein ökumenischer Gottesdienst, gestaltet mit unserem Pfarrer Herrn Christian Wölke und der Pastorin Frau von Stuckrad. Und es war wieder eine emotionale Veranstaltung mit viel Musik, mit viel Bewegung. Die Schüler hatten ein Rosenbogentor gestellt und hatten das dann mit Wünschen und Zielen für die Zukunft geschmückt. Und durch dieses Tor sind sie dann am Ende geschritten auf ihrem Weg, auf ihre neue Ziele, die jetzt nach der Schule anstehen. Im Foyer der Oberschule die Feier. Nachdem alle Grußworte gesprochen wurden, sind die Schüler an der Reihe. Mit einstudierten Auftritten verabschieden sie sich jetzt endgültig von ihrer liebgewonnenen Oberschule. Rektor Raimund Haskamp. Er lässt es sich nicht nehmen, den Jugendlichen etwas mit auf den Weg zu geben. Es ist halt ein lebenslanges Lernen, was vor ihnen steht. Jetzt gilt es erstmal zu genießen und zu feiern. Aber nach den Sommerferien gilt es dann in der neuen Ausbildung, den Mann oder die Frau zu stehen. Und ich hoffe, dass sie dort, wo sie sich ihre Ziele erhoffen, auch gut klarkommen werden, dass es so ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Und die, die eine weiterführende Schule besuchen werden, dass die dort erfolgreiche Abschlüsse bekommen, damit ihnen wirklich in der Zukunft alle Wege offen stehen, damit sie dort ihre Ziele verwirklichen können. Es ist soweit, Zeugnisausgabe. Ab heute startet ein neuer Lebensabschnitt für die Jugendlichen. Lehre, freiwilliges soziales Jahr oder Abitur. Den ab sofort Ehemaligen stehen viele Wege offen. Man darf gespannt sein. Nach dem Abschluss werde ich eine Ausbildung zum Elektriker bei Diekmann in Damme machen. Ich gehe nach Lohne auf die Höhere Handelsschule und da mache ich entweder ein oder zwei Jahre, das weiß ich noch nicht. Ich besuche da den Zweig Höhere Handel Dual Plus. Ich mache jetzt ein FSJ im Dammer Krankenhaus. Ich werde noch weiter zur Schule gehen und je nachdem, wie es mit der Ausbildung dann läuft, halt in die Ausbildung gehen. Natürlich wird jetzt noch kräftig weiter gefeiert. Wir wünschen dem Abschlussjahrgang 2017 der Oberschule Holdorf alles Gute für die Zukunft.